Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die AfD legt einen strengeren Maßstab an als die anderen Fraktionen dieses Hauses, wenn es darum geht, unsere Bundeswehr in den Auslandseinsatz zu entsenden. Die Linken lasse ich da jetzt mal außen vor, denn sie legen ja gar keinen Maßstab an. Sie wissen ja von vornherein, dass sie alles ablehnen, was mit der Bundeswehr zu tun hat. Und es geht dann nur noch darum, wie weit die Begründung jeweils an den Haaren herbeigezogen werden muss. Die Bundeswehr ist keine Einsatzarmee, das ist zum Glück mittlerweile Konsens. Wer aber sagt, dass Landes- und Bündnisverteidigung genauso wichtig seien wie die Einsätze, der ist immer noch auf dem Holzweg. Die originäre Aufgabe der Bundeswehr ist die Verteidigung Deutschlands, ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Auslandseinsätze müssen eine Ausnahme bleiben. Die AfD macht es sich deswegen nicht leicht, solchen Einsätzen zuzustimmen. Sie müssen in einem nationalen Interesse stehen. Es muss ein klares und zielführendes Konzept da sein. Und das Risiko, dem wir unsere Soldaten aussetzen, muss in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen des Einsatzes stehen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mandaten erfüllt Atalanta diese Voraussetzungen unserer Meinung nach. Und es ist ohne Frage ein toller Erfolg, dass durch unseren Einsatz innerhalb der vergangenen fast 11 Jahre 1,8 Tonnen Nahrungsmittel nach Somalia gebracht werden konnten. Aber auch mit Blick auf die Debatte zur ersten Lesung über diesen Einsatz muss ich mich doch wundern, dass immer so getan wird, als sei das der einzige Aspekt und die einzige Rechtfertigung für diesen Einsatz. Ich habe manchmal den Eindruck, mancher hielte es für verpönt zu sagen, ja, auch Deutschland hat nationale Interessen und als Exportnation ist es natürlich unser Interesse, dass die Handelswege zur See frei sind von Kriminellen. Und es ist natürlich auch unser Anspruch, die Mitarbeiter unserer Reedereien davor zu schützen, von Piraten entführt zu werden. Deswegen sind wir dort. Während von 2008 bis 2011 ja noch fast täglich Piratenangriffe stattfanden vor Somalia, hat sich das mittlerweile extrem reduziert. Es finden nur noch vereinzelte Angriffe statt. Der letzte Angriff ist aber auch erst etwa 2 Wochen her. Und der neue Piraten-Hotspot vor Westafrika zeigt auch, dass das Geschäftsmodell der Piraterie als solches für Kriminelle immer noch attraktiv ist. Gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Piraterielage kann man klar sagen, dass der Einsatz vor Somalia erfolgreich gewesen ist und dass wir ihn auch in der Zukunft noch brauchen. Die Bundesregierung muss aber jetzt die afrikanischen Staaten stärker in die Pflicht nehmen. Somalia freut sich sicherlich über unser Engagement im Rahmen von Atalanta, EUCAP Somalia, EUTM Somalia und den vielen anderen Missionen, die unter anderem den Aufbau der Polizei zum Ziel haben. 2017 hat Somalia etwa 200 Millionen Entwicklungshilfe von uns bekommen, ist aber im Gegenzug nicht bereit, uns mit unserem Piratenproblem zu helfen und Pässe auszustellen, damit wir die somalischen Piraten, die noch in Deutschland sind, endlich nach Somalia zurückschicken können. Und Nigeria muss es hinbekommen, seine Küstengewässer zu sichern. Und solange Nigeria dazu nicht willens oder in der Lage ist, muss es dann wenigstens Schiffen gestatten, eigene Sicherheitskräfte an Bord zu haben, die diesen Schutz dann gewährleisten. Wir stimmen also hier heute zu. Und zum Abschluss noch ein Tipp in Richtung Regierung, die ja sehr ambitioniert ist, was die Kriminalitätsbekämpfung in Afrika angeht. Man kann viel glaubwürdiger andere beim Zerschlagen krimineller Netzwerke beraten, wenn man zuvor gezeigt hat, dass man sein Wissen auch im eigenen Land anwenden kann. Wir haben nicht nur Clans in Somalia, sondern auch in Berlin. Bitte auch das nicht vergessen. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Jürgen Hart.